Hier sieht man auf jeden Fall mein eigenes Logo. Das sieht man auch im Intro öfter. Und es ist verknüpft mit dem Satz Strive to be your best self. Und das verkörpert im Prinzip genau die Position, die ich als Spieler und als Mensch gerne realisieren möchte. Hat eine gute Freundin von mir gemacht, eine Designerin, Victoria Oehmer heißt die. Da haben wir auch lange gemeinsam gearbeitet, das war obercool. Das Logo zeigt im Prinzip ja eine britschende Haltung, also meine Zuspielposition, also in diesem kleinen Männchen. Und das ist eine Gelenkpuppe, also es geht um diese biomechanische Analyse ein bisschen, das gefällt mir super gut. Das sind so diese Holzpuppen, die man in Physiotherapiepraxen manchmal sieht. Und die gefallen mir persönlich einfach sehr gut, deswegen hey, das sieht cool aus. Und dann hat man halt noch diese Kombi mit dem Pfeil, der natürlich Entwicklung nach oben bedeutet. Und das Ganze in einer kompakten, runden Form. Also mir gefällt das sehr. Ich bin sehr darin verliebt auch, muss ich sagen. Ich habe auch einfach meinen Spaß, damit alles Mögliche zu pflastern. Nur weil ich mein eigenes Projekt mache, auch das Marketing etc. viel als eigenes Projekt verkaufe, bedeutet das natürlich nicht, dass ich jetzt nicht mich den Teams komplett einbringen möchte oder da alles geben möchte fürs Team, sondern es geht einfach generell um diese Träume und Ziele, die ich für den Sport habe. Weil am Ende vom Tag ist man selbstverantwortlich, also ich bin selber verantwortlich, wie viel investiere ich in jedes Training, was mache ich in der Zeit, in der wir nicht trainieren, wie plane ich meine Karriere und so. Das heißt, der Teamsport ist der größte Anteil, der erfüllt mich extrem, aber als Mensch bin ich ja trotzdem selbstverantwortlich für mich. Und in dem Sinne ist es der eigene Weg, den ich mit dem Logo symbolisieren möchte. Ich möchte mich als Mensch weiterentwickeln, ich möchte als Spieler mich weiterentwickeln, um dann auch in Teams alles geben zu können. Und ich versuche auch mit meiner Energie alle Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass diese Entwicklung passt. Das heißt, das Logo verkörpert mich als Person, mich als Volleyballspieler und alle Projekte, die ich mache. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.